nachdem gerade mal wieder so ein paar digitale Bestandteile unseres Setups ein bisschen rumgesponnen haben, das tun sie alle paar Jubeljahre mal, und wir schon überlegt haben, ein reines Drums- und Didgeridoo-Set zu spielen, was auch immer sehr schön ist, können wir euch aber jetzt unsere komplette Klangwelt zeigen. Und wir fangen einfach an und ihr könnt wirklich super gerne alle ein kleines bisschen näher an die Bühne kommen. Und ich muss dazu sagen, bei unseren Konzerten wird immer getanzt. Lasst es nicht das erste Konzert sein, bei dem niemand tanzt. Also in Deutschland ist es nicht verboten, sich rhythmisch zur Musik zu bewegen. Das habt ihr gerade bewiesen. Und wir fangen einfach an. Dankeschön.
Thank you.
Vielen, vielen Dank. Wir haben leider immer noch ein bisschen technische Probleme, aber das soll der Sache keinen Abbruch tun. Wir spielen die nächste Nummer, Benefits Ill-Gotten. Wir müssen leider auf Naturinstrumente umsteigen. Ich hoffe, das tut der Sache keinen Abbruch. Okay, dann machen wir jetzt eine Didgeridoo und Drum Party. Thank you.
glaube, das nennt man aus der Not eine Tugend machen. Wir werden so weitermachen müssen bis zum Ende des Konzerts. Wir haben jetzt, ich weiß, es gibt Schlimmeres. Ja, der Computer, der hat bei den letzten beiden Konzerten anscheinend einiges abbekommen. Und ich wechsle jetzt mal das Didgeridoo und dann geht's weiter. Das Schöne ist, all diese technischen Helferleinen benutzen zu können. Aber auch schön ist, wenn man 12 Jahre Straßenmusik gemacht hat und eigentlich nur mit Didgeridoo und Drums unterwegs gewesen ist. Dann kann man das Ding, man hat es halt in der DNA sozusagen. Wir versuchen mal Moondog. Okay, kannst du mit deinen Sounds auch? Thank you.
Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Die nächste Nummer ist eine Hommage an die Schlagzeuger, generell den Motor der Band, der Schlagzeuger. Und das ist auch eine Hommage an Drum and Bass. Wer kennt noch Drum and Bass? Kann sich noch jemand dran erinnern? Okay, das war ja mal die Musik der jungen Leute. Heute ist das die Musik der älteren bis alten Leute, würde ich mal so sagen. Da zähle ich mich selber auch zu. Und es ist ja alles aus einem kleinen Sample entstanden, den irgendwann jemand mal aus einem Ende 60er Jahre Stück herausgenommen hat. Und darauf hat sich ein ganzes Genre begründet. Und das Schöne ist, dass irgendwann wurde das programmiert, dieser Sample. Und irgendwann haben die Schlagzeuger dieses Sample, die programmierten Sachen, aber auch wieder nachgespielt. Und der David, ein dicker Applaus für den David. Der ist in der Lage, den Breakbeat auch hervorragend zu spielen. Und das nächste Stück ist unsere Hommage an den Breakbeat und an den Drum and Bass. Und das Stück heißt Agro Agra Agave.
Okay, wir spielen das letzte offizielle Stück für heute. Und das hört auf den passenden Namen Deadline Dance. Und ich würde mal sagen, das bedeutet, dass wir quasi ungefähr so lange spielen, wie ihr tanzt. Und umso mehr ihr tanzt, umso länger spielen wir. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir machen auch noch ein schönes Foto mit euch, wenn es geht. Danke für dieses denkwürdige Konzert bei uns, bei dem uns die Technik komplett im Stich gelassen hat. Das war der dritte Auftritt in Folge. 2000 Kilometer gefahren. Ich habe seit 3 Tagen Durchfall. Es ist alles noch heile geblieben. Und ich möchte euch echt von Herzen danken. Das war eigentlich der katastrophalste Gig, den wir je hatten. Aber auf der anderen Seite war es der geilste. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch. Ihr habt das so geil gemacht. Und wenn wir noch können, spielen wir auch noch einen kleinen. Können wir noch ein oder kleines Ding? Ein Dörfer noch, okay. We'll be right back.
Also wir haben hier vorne CDs und Schallplatten und wir vertrauen euch, dass wenn ihr euch was da rausnehmt, ihr das bezahlt, weil wir müssen jetzt ja abräumen, aber falls jemand Interesse an Platten hat, wir wären unprofessionell, wenn wir es nicht zumindest anbieten. Dankeschön. Ihr wart Wahnsinn! Wahnsinn! Yeah. Dankeschön, Analog Birds.